Meine lieben Sherlock Holmes-Freunde, hier steht Dr. Watson, ne? Hat nicht viel zu verkaufen, weil wir müssen jetzt doch ein bisschen uns in gefährliche Gefilde bewegen. Gut, doch erstmal, ne? Hier Sherlock Holmes, ne? Ja, eine so vertätowierte Rose und wir kommen immer näher, ne? Und gehen jetzt mal hier raus und mal gucken, was wir da in neuen Piktogramm auf der Karte so alles vorfinden. Liebe Leute, das wird jetzt ein bisschen haarig, die ganze Sache. Denn jetzt geht das mal ins Eingemachte, ne? Wo haben wir denn hier? Mystery Import Gesellschaft. Was ist das? Mystery Import Gesellschaft. Mystery. Da ist noch ein Name gefallen, irgendwie, den ich noch nicht ganz zuordnen konnte. Der war auch, sagen wir mal, während des Spiels noch nicht wirklich aufgefallen, aber wir gucken uns jetzt mal bei der Mystery Import Gesellschaft ein bisschen. Das war nicht allzu schwierig. Wir sollten unsere Ankunft lieber nicht lautstark bekannt geben. Sollte Ihnen Ihre Arbeit mal zum Hals heraushängen, können Sie jederzeit eine erfolgversprechende Karriere im Berufsfeld des unerlaubten Eindringens beginnen. Also, leise, liebe Leute. Hallo! Okay, was sind wir mit alles rumfließen? Stuhl, ach, ein Stuhl, das ist Stuhl, der Stuhl. Designer hatte keine Ahnung von menschlicher Anatomie und so weiter. Wer lesen möchte, bitte lesen. Festchen, oh, da gibt's was zu trinken. Einen guten alten, ne, Scotch oder so. Würde ich ja nicht, ne? Ich trinke zwar keinen Alkohol mehr, aber leer. Naja, leer, ne? Ein bisschen rumrollen, ne? Mal hier, ne? Kartons. Jetzt kommt ein Karton. Ein halbes Dutzend Pappkartons steht auf einer Kiefernholzplatte. Sieht aus wie eine Palette, aber okay. Hebe. Nichts außer feinen Holzspänen. Eine höchst brennbare Angelegenheit. Ich glaube, ich sollte nicht so leise, so laut sprechen, weil ne, hier Gangster und so Schreibtische. Ist vielleicht die Buchhaltung, ne? Es war keiner da aktuell. Diese merkwürdigen, abgewinkelten Schreibtische haben schon die Haltung und die Ellenbogen von zahllosen Angestellten ruiniert. Inspizieren. Willst du keinen Staub putzen, Alter? Sollst du inspizieren hier? Durchlöchert vom Zahn der Zeit und des Holzwurms sind die Schreibtische auch noch unter einer Staubschicht begraben. Sie sind so gut wie unbenutzbar. Warum, weil sie zugestaubt sind, verstehe ich nicht. Die Tintenspender so trocken wie diese Haare. Aha. Watson, was sagst du denn hierzu? Was halten Sie von diesem Laden, Watson? Scheint sich um ein ziemlich totes Geschäft zu handeln. Eingefroren in der Zeit. Hat seine letzten Lebenszeichen vor Jahrzehnten von sich gegeben. Es ist eine Tarnadresse oder wie die Franzosen sagen, eine Fassade. Ich bin sicher, Mystery betreibt alle möglichen Geschäfte von hier aus. Major Mystery. Ein komischer Eigenname, nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt ein echter Name ist. Major Mystery. Ich meine, ich kenne mich ja nicht in der Namensforschung der Engländer aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es namens Mystery. Vielleicht gibt es das doch, ich weiß nicht, aber Major Mystery, eine Alliteration ist es auch noch, also liebe Leute, das ist, was war das? Schreibtisch untersehen, antike Game, Gamsbart-Pinsel, ein verbogenes Lineal und so weiter, ihr könnt selber lesen, können wir da mal so machen. Bücherei hier in so einem Eichenbretter tragen eine betagte Büchersammlung, die Titel, nautische Themen, Schiffsregister, Admiralitätsrecht und andere abstruse Spezialgebiete, Bücherei, okay, Schreibtisch, Schränke. Gucken wir uns mal die Schränke an, liebe Leute, nicht so laut. Mystery ist vielleicht irgendwo hier. Eine Reihe Schränke mit Messing geschlagenen Holzschubladen setzen den nautischen Grundtenor dieses Brots fort. Scheiße. Können wir mal gucken, öffnen. Abgesehen von den verrotteten Überresten eines Käsesandwiches sind die staubigen Schubladen völlig leer. Kalender. Die Gezeitentabellen in einem solchen Kalender sind unentbehrlich für ein profitables Schiffsfahrtsunternehmen. Aber dieser spezielle Kalender ist 10 Jahre alt und hat keinerlei Nutzen außer seinen dekorativen Wert und es ist sehr gering. Nicht mal irgendwie ein paar Schmuddelbilder. Was ist das für Seeleute hier? Das ist unglaublich. Reiß ab. Okay.
Wie, nicht mal Schmuddelbild? Was ist das? Das sind komische Matrosen hier. Oh, Watson kommt nach. Okay. Reißt er sich auch noch einen ab, oder was? Hä? Eine alte Uhr mit einem Eichenrahmen zeigt die falsche Uhrzeit. Das ist eine Frechheit. Vielleicht zieht man sie nicht jeden Tag auf. Okay, dann sei ihr verziehen. Ich liebe ja Uhren, liebe Leute. Öffnen, ist da was drin? Das Innenleben der Uhr ist staubig und festgerostet. Bilder. Wer lesen möchte, bitte lesen, liebe Leute. Ne? Was haben wir hier? Eine Palette. Tür. Die Tür ist zwar ordentlich gerahmt, sitzt aber dennoch nicht plan. Auf dem Boden auf. Leicht fällt durch die Ritze ein schwaches Leuchten. Kommt durch das Milchglasfenster. Kleine Goldbuchstaben verkünden, dass hier das Büro des geschäftsführenden Direktors sei. Eieiei. Komm, wir lauschen mal. Ich glaube, ich höre Schnarchen. Dann bitte ganz leise, sonst ist unser Vorteil dahin. Da pennt einer. Okay. Brich aufwärts ein bisschen. Schau. Okay. Aber brich auf, öffnen wird nicht funktionieren, ne? Die schwere Tür ist durch ein primitives, aber starkes Schloss gesichert. Schloss. Das außergewöhnlich geformte Schlüsselloch lässt vermuten, dass ein außergewöhnlich geformter Schlüssel dazu gehört. Das Schloss selber ist aus dickem Gusseisen geschmiedet. Betrachte. Obwohl das Schlüsselloch recht groß ist, fällt kein Licht hindurch. Dann steckt der Schlüsselmann, lieben Leute, nehm. Schloss, erforsche. Der Schlüssel ist da, aber mein kleiner Finger ist zu dick, ihn zu bewegen. Was für ein Glück. Was würde es auch nützen, ihn zu bewegen? So, meine lieben Leute, jetzt mal einen Trick, ne? Den habe ich bei George Stobbart gelernt. Wer George Stobbart nicht lernt, schade. Das ist ein Spiel, das ich sehr gerne Let's Playen würde, aber aktuell nicht Let's Playen kann, technischer Gründe wegen. Aber der hat immer damals einen guten Trick verwendet. Da gibt es in fast jedem Adventure diesen Trick. Aber bei George Stobbart ist er mir am liebsten. Wenn man jetzt mal den Kalender nehmen und bewege. Und hier Türe. Okay, das hat schon mal geklappt, ne? Und jeder, der ein bisschen Adventure-affin ist, weiß, was jetzt kommt, ne? Sollen wir irgendwo noch die Nadel hier? Und wir können den Zahnstocher mit dem goldenen Zahnstocher. Das hat Stil, meine lieben Leute. Das hat Stil, das hat Klasse, das ist eines Homes würdig. Können wir nehmen, super. Benutzen. Schloss. Ich habe einen deutlichen Aufschlag gehört. Wahrscheinlich haben wir das Überraschungsmoment verloren. Ich bin ein Idiot, Watson. Unsinn, Holmes. Vielleicht ist er nicht weit weg von der Tür runtergefallen. Wenn der da drin uns bis jetzt nicht gehört hat, wird ihn dieses winzige Geräusch auch nicht alarmieren. Der ist doch bestimmt da drauf geplumpst, oder? Ja. Haben wir eine Tasche? Wo ist die Tasche? Liebe Leute, jetzt hoffentlich nicht Mystery. Ich weiß zwar nicht, wer Mystery ist, aber... Gentlemen, ich hatte mich gerade etwas ausgeruht. Ich wusste nicht... Bleiben Sie stehen, Mystery. Reden Sie nur gefragt und lassen Sie Ihre Hände immer in meinem Blickfeld. Mystery? Oh, Watson sieht die Wumme. Das ist praktisch. Wir gucken uns natürlich erstmal wieder ganz in Ruhe um. Wir haben hier ein Porträt. Mystery kann warten, ne? Dieses lebhafte Porträt von Napoleon.
erinnert an Greuze oder ich weiß nicht, ich kenne den Künstler nicht, ein Studium über die bemerkenswerten Figuren der französischen Revolution. Ha, können wir gucken, ob irgendwas dahinter ist. Ne? Sag mal hier, Schreibtisch. Wie der mal guckt, finde ich mal geil, wie so eine... wie so ein Reptil, bewegt den Kopf wie so ein Reptil. Kann ich auch, Mystery, guck mal. Okay, hätten wir das gesagt? Dieser Schreibtisch im Empire Steel war ein anständiges, wenn auch unhandliches Möbel. Doch Zeit und Vernachlässigung haben ihren Preis gefordert. Er hatte 3 Schubladen, 2 normale, eine gesicherte. Schreibtisch, Schublade. Schublade? Kann ich hier nicht öffnen? Gesicherte Schublade. Wenn einer der Inhalt egal wäre, könnte man die Schublade vielleicht mit einem großen Brecheisen oder Dynamit gewaltsam öffnen. Das ungewöhnliche Schloss ist fast unmöglich zu knacken. Es scheint aus 3 Schlüssellöchern zu bestehen. Mhm. Die gleichen Abstände an 3... Wollen Sie sich was brechen? Hey Holmes, und wenn schon, du bist Doktor, was soll's? So, was haben wir hier noch? Also Schreibtisch. Drogenzubehör. Eine Spritze, ein Stückchen Watte und 2 kleine Flaschen mit Glastropfen, stehen auf dem Tisch. Auf einer der beiden Flaschen steht Ethylalkohol, die andere ist unbeschriftet. Sie scheint ein organisches Destillat zu enthalten. Leute, verzeiht mir das Lesen. Ihr wisst ja, hier Fenstermodus, alles super klein. Können wir das... Telefon gibt's auch, das ist praktisch. Wo sind die Drogen? Ich will ein paar Drogen. Ich will so ein Notizbuch. Die Seiten enthalten krakelige Zahlen und Buchstaben. Es gibt eine verschwindend kleine Anzahl mit verständlichen Kombinationen. Wahrscheinlich sind hier in Codeform illegale Aktionen aufgezeichnet. Das Buch zu vernichten wäre wahrscheinlich ebenso gut, wie es zu dekodieren. Einsacken. Wo ist es? Notizbuch. Hä? Ist alles sehr fisselig jetzt. Hier, Notizbuch. Da, einsacken. Nimm. Mycroft könnte sich dafür interessieren. Oder vielleicht Scotland Yard. Irgendeiner wird's schon machen. Was haben wir hier noch? Drogenzubehör. Nimm. Holmes, du bist zwar... Du solltest es wahrscheinlich besser nicht nehmen. Ich bin sicher, dass wir die zu Hause nicht brauchen werden. Es könnte sich um ein Beweismittel handeln. Wofür? Ja. Wer im Glashaus sitzt? Ich verstehe, was Sie meinen, Watson. Ja, wir wissen ja, ne? Er packt's wieder weg. Ach, das ist gut. Ich hätte mir sonst schwere Vorwürfe gemacht, wenn ich Holmes wieder an die Drogen gebracht hätte. Wir wissen ja, oder einige wissen vielleicht, dass Holmes so gelegentlich auch mal ein paar Drogenprobleme hat, ne? Ein Bücherregal. Was ist denn das denn? Eine Katze. Ach, guten Tag. Zweite Mal eine Katze. Eine große schwarze Katze. Schaut abwechselnd auf die Fremden und auf das Aquarium. Ihre wachsamen Ohren und der zerzuckende Schwanz verraten, dass jeder Versuch, sie zu verjagen, auf rigorosen Widerstand stößt. Zweitens, was eine Katze an Bord ist. Können wir die streicheln? Ne, können wir nicht. So, gucken wir uns mal Mystery hier an. Nur mal schauen erstmal. Wenn man so macht, ne? Der Mann könnte ohne weiteres Leichenbeschauer oder Bankdirektor als Bank durchgehen. Unter einer faltenfreien hohen Stirn zeigt sein bleiches, vernarbtes Gesicht einen übernatürlich gleichmütigen Ausdruck. Eine langsame, reptilienhafte Oszillation seines Körpers ist sichtbar. Genau, dann einmal. Ja, seht ihr das? Macht so eine coole Sau, Mystery. Weißt du, wir gucken uns erstmal ganz in Ruhe weiter um. Ja, Aquarium, ne? 2 handflächengroße Fische patrouillieren in dem Becken. Ihre großen Kiefer sind mit Massen von scharfen Eckzähnen, dreieckigen Zähnen besetzt. Ein paar Molluskeln teilen sich den übrigen Platz mit einem kleinen Bronze-Poseidon. Sein symbolischer Dreizack steht neben ihm. Symbolischer Dreizack, 3 Schlösser, Schlösser, Schloss, 3. Ein paar Körnchen weißen Sands liegen in einem verdunsteten Wassertopf. Dreizack. Wie ungeschickt. Das muss ich später rausfischen. Naja, eine coole Sau ist er ja, ne? Mystery bist schon ein cooles Stück, Müssen wir auf eine Aquarium koste? Süßwasser, Sauerwasser, Salzwasser? Süßwasserfische, scheint ein Fleischfresser zu sein, ne? Extrem hungrig. Piranhas?
Haben wir noch was zu verfüttern? Ein bisschen Schokolade. Vielleicht mögen die Schokolade wahrscheinlich eher nicht. Ein bisschen Fleisch dabei. Ja, wir haben Brot. Hier können wir angeln. Hier können wir auch nicht machen. Das ist so. Ich guck gerade, aber scheint nichts so zu sein. Hier haben wir Schränkchen. Oh, schauen wir mal. Öffnen. Gucken, was drin ist. Der Schrank ist leer. Bis auf einen Schlüssel mit, auf eine Schüssel mit Wasser. Kleine mitgenommen Tuchfetzen, die ganze Gegend riecht unverwechselbar nach Kater. Aha. War's das schon? Meine lieben Leute. Was das war, war auf jeden Fall jetzt das Ende der Folge, das erreicht. Und dieses Reptil schnappen wir uns in der nächsten Folge, werden wir auf jeden Fall genauestens interviewen. Ich sag jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Liebe Leute, haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spielkind Mystery 45.